Okay. Das ist schon mal daneben gegangen. Versuch Nummer 2. Dann nehme ich doch mal lieber die Aussage. Wahrscheinlich habe ich da, genau da habe ich wahrscheinlich weniger Probleme mit. Ich kenne mich ja gut. Okay, damit hatte ich wirklich weniger Probleme. Sowas finde ich auch mal wieder klasse. Und laufen kann ich auch nicht mehr. Müsste mal leben, wenn der einfach so. Oh, das ist eine Wand. Oh, übersehe ich einfach mal. Ja, wir sind auf dem Dach der Oper. Also, wir sind endlich mal da, wo wir irgendwann nochmal hinwollen. Und hier müssen wir einiges erledigen, was total ätzend ist. Und was ich auch immer wieder verpenne. Ich weiß, hier sind jetzt viele. Wo kommen wir jetzt eigentlich hoch? Hast du das Dach? Ich weiß auch nicht, ich mag dieses Dach halt nicht wirklich. Weil ich kann es einfach nicht erklären. Ich mag es einfach nicht. Und ich war schon Ewigkeiten nicht mehr hier, stell ich momentan fest. Und das war jetzt total dämlich. Und wo ist der Hund? Wo ist Hundi? Hundi, ich hab den nicht tot. Da. So, jetzt ist Hundi auch tot. Ja. Dach der Oper, meine Freunde. Das müssen wir da erstmal wieder hoch. Gut. Oh Mann. Hallo? Ah, toll. Man kommt da hoch. Man muss bloß ein bisschen. So, jetzt sind wir wieder oben. Ja, und zwar müssen wir hier einiges überwinden. Zum Beispiel diese bekloppte Kiste da vorne. Und ja, diese Kiste ist bekloppt. Ich mag sie nicht. Ich weiß schon mal gar nicht mehr, wie das nochmal ging mit der Kiste. Da muss man irgendwie an die Seite springen und hier langhangeln. Und ich habe das mal nicht vorher geschafft. Und hier hoch und nehmen und da rein. Und da ist ein Schalter. Wow, das war jetzt einfacher, als ich dachte. Und der macht jetzt das da auf. Kommt mal wieder hier hoch. Nö. Geht man natürlich hier hoch wegen der Kiste. Und da steht er. Mann, Mann, Mann. Wo ist der andere? So. Kisten haben wir erledigt. Jetzt ist der Raum zur Oper offen wahrscheinlich. Dann laufen wir jetzt noch mal rum und gucken, ob wir auch wirklich alles eingesammelt haben, was die Leute hier so liegen lassen haben, weil wir brauchen es auf jeden Fall noch. Kann ich euch jetzt schon versichern. Scherben. Da ist der Raum der Opa. Den ich auch immer wieder falsch mache. Okay, da ist schon mal Da kommen wir aber niemals. Da kommen wir auf jeden Fall nicht heile runter, aber da ist auf jeden Fall schon mal der goldene Drache. So. Hier ist nichts. Das gibt's nicht. So. Und hier ist ein bisschen Munition. Und hier vorne, der hat nichts mehr. Den haben wir wahrscheinlich schon eingesammelt. Und hier oben war, glaube ich, noch irgendwo einer da.
So, und der hat auch Fackeln und Munition. Aha. Und jetzt müssen wir in die Oper rein. Wie sehr mich das freut. So, warum mag ich die Oper nicht? Die ist ein bisschen kompliziert. Man muss hier, hier am Anfang hat man schon zwei Schalter und da vorne kommt dann später noch irgendwas rein und man muss das irgendwie aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund muss man das schon in der richtigen Reihenfolge alles drücken und das halt die Oper. Also das Bühnengebäude und irgendwie bin ich immer zu blöd dafür. Ich würde zum Beispiel nach Lehrermanier erstmal beide Schalter drücken. Also muss man herausfinden, welcher Schalter was macht. Der macht zum Beispiel hier die Tür auf. Okay, was macht der andere Schalter? Nix. Außer dass Musik angeht. Also der Schalter hier macht anscheinend noch nichts. Ich drücke ihn mal wieder zurück, weil ich nicht weiß, ob er... Also wir werden ihn auf jeden Fall noch brauchen. Später. Okay. War nicht hier noch eine Kugel, die irgendwie runterkommt? Ich bin mir ziemlich sicher, da oben hängt sie. Ja, und wie löse ich die jetzt aus? Auf jeden Fall, hier kommt noch eine Kugel runter. Ach, da sind sie ja schon. So, das waren jetzt die Kugelchen, die ich ausgelöst habe. Und hier komme ich auch noch nicht rein. Also der Schalter hat jetzt das da oben zugemacht. Das heißt, ich muss, wenn ich wieder in den Raum oben rein möchte, also in den Raum hier wieder rein möchte, den Schalter da unten drücken. Und ich muss da wieder rein, weil ich brauche da irgendwas. Und das verwirrt mich immer jedes Mal. Aber egal, gucken wir uns jetzt erstmal den Raum hier an. Also als erstes natürlich die Säcke hier fallen irgendwann runter. Was nicht so nett ist. Ich habe zu viel zu tun. Weil der ganze Opernraum hier ist geschmückt mit irgendwelchen Aha. Deppen, die sich sagen, wir warten jetzt hier, weil irgendwann eine Lehrer hier reinkommen wird. Und genau hier... ich jetzt eigentlich hin. Ah. Zwei Haus. Und weil eine Lehrer hier reinkommen wird und genau hier Stunk machen wird. So, und hier brauche ich noch ein Relais, sehe ich gerade. Dann wird das wahrscheinlich auch noch nicht funktionieren. No. Also hier, das ist jetzt wahrscheinlich ein Schalter für den... Okay, und hier gibt's nichts. Okay, hier muss ich wahrscheinlich auch nochmal hin. Da brauche ich noch ein anderes Relais. Oder sowas. Oder so eine Platine vielleicht. Das ist immer so eine Glückssache. Nennen Sie es Relais oder nennen Sie es Platine. Hier ist nichts mehr. Genau da vorne hängt halt eins. Das wird gleich... Sag ich doch, das Ding stürzt ab. Schon mal als Hinweis dafür, dass da hinten auch noch so ein Ding ist. Das war so klar. Scheiße, ich wollte gerade eine... Wo habe ich das jetzt mal gespeichert? Ach, hier oben. Da muss ich ja wieder runter und... So, und schon mal die Kugel loslassen.
Das war die Kugel. Hoppa! Hoch da! Und zur Seite, Laura. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum wir das alles hier machen. Wir wollen hier wir wollen ja immer noch Bertoli finden, ne? Weil wir ja immer noch vermuten, dass da irgendwas ist. So, verdacken wir erstmal einer. Toll. Ich habe den jetzt erstmal ausgelöst, weil der musste ja ausgerechnet daneben. Aha. Warum löst er eigentlich bei mir aus und bei ihm nicht? Er ist viel schwerer als ich. Und er macht viel mehr Erschütterung als ich. Was für ein Schwachsinn. So, erstmal die Hündchen rausholen. Na genau. Stirb an einem Hund. Du hast sie ja nicht mehr alle. So, ich hole sie jetzt nochmal raus. Ich nachher hier nicht nochmal die Hündchen hab. Gut. Hinlaufen müssen wir noch nicht mal. Wir wissen ja, dass da nichts Kuss. So. Jetzt kommt da gleich einer raus. Den schaffe ich aber hundertprozentig nicht mehr ohne Medipack. Da kommt erst noch einer. Geht doch. Okay. Okay, was ist denn da drin? Ein Raum mit sensationellem Nichts. Die waren jetzt hier auf ewig eingesperrt und hatten nichts zu essen und nichts zu trinken und haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass Lara um die Ecke kommt. Ich sag's euch, Leute. So ist es passiert. Wo? Wahrscheinlich unter mir. Ach, da ganz unten. Da drüben auch. Oh. Da hinten steht auch noch einer. Der findet das ganz, ganz toll, dass sein Freund umgebracht worden ist und fragt sich jetzt, wann werde ich endlich umgebracht. Shushi, ciao, ciao. Boah. Aber wir können ja immer die Dinger gebrauchen. So, wo kam die eigentlich raus? Ich glaube, ich bringe erst den da vorne um. Also, man sieht schon, das ist ein ziemlich altes... War nicht ein Uber mir? Es ist ein ziemlich altes Opernhaus. Oh! Das war Luck, Leute. Das war sowas von Luck. Und das ist ja noch mehr Luck. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, gar nicht hier. Okay. Aha. Okay, ich glaube, ich habe aber langsam den Opernraum hier ein bisschen gesäubert. Wenn wir den Schlüssel hier haben, öffnet sich halt links die Türe und da kommen wir wieder in diesen Raum zurück. Das machen wir am Schluss. Dann können wir nämlich wieder nach oben. Hier ist sensational. Aha. Und was bringt uns das?